Денот на германското обединување не е само многу важен датум за Германија како таква, туку е важен светски датум, бидејќи тој на некој начин ја симболизира демократската преобразба на Европа во едно многу критично време. Како вие лично го доживувате денот на германското единство? Für mich ist die deutsche Wiedervereinigung etwas ganz Besonderes. Ich bin in der DDR geboren und aufgewachsen, mein Mann ebenfalls. Und wir haben zu denjenigen gehört, die in Leipzig auf die Straße gegangen sind, um Freiheit und Demokratie zu fordern. Ohne den Fall der Mauer wäre ich nie deutsche Diplomatin geworden und würde nicht heute hier sitzen. Der Mut der Bürgerinnen und Bürger der DDR hat gezeigt, dass man tiefe Gräben auch ohne Gewalt überwinden kann, ein System zum Einsturz bringen kann und den Weg bahnen für Demokratie und Freiheit. Aber ohne die Unterstützung unserer Partnerinnen und Partner, unserer Freunde in der Welt, die in die friedliche und demokratische Entwicklung eines wiedervereinigten Deutschlands in Europa vertraut haben, wäre das Ganze nicht möglich gewesen. По 17 години чекање, конечно портите на ЕУ се отворија за нашата земја, за Северна Македонија и за Албанија. И се разбира дека ова е една голема промена и во општеството, и во политиката, економијата и така натаму. Кои се според вас главните предизвици и перспективи во овој процес кој туку што започна за Северна Македонија? Zunächst, ich freue mich sehr, dass dieser enorm wichtige Durchbruch zur ersten Beitrittskonferenz endlich möglich geworden ist. Ich bedauere es persönlich, dass der Weg dorthin so frustrierend lang und mühsam war und von Nordmazedonien so viel abverlangt hat. Die Entscheidungen waren die richtigen, aber auf dem Weg dahin haben wir einen Teil der Herzen und Köpfe der Menschen verloren. Es ist die Aufgabe der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, besonders auch Deutschlands, jetzt die Herzen und die Köpfe der Menschen zurückzugewinnen und ihnen zu beweisen, dass die Entscheidungen die richtigen waren. Der Screening-Prozess ist für Albanien und Nordmazedonien völlig identisch angelaufen, da gibt es keine Unterschiede. Der einzige Unterschied, der zwischen beiden Ländern besteht, ist, dass Nordmazedonien noch die Verfassungsänderung vor sich hat, um neben anderen Ethnien auch die Bulgaren in die Verfassung aufzunehmen. Ich hoffe, dass alle demokratischen und europafreundlichen Kräfte im Land verstehen, dass das ein Schritt ist, der einfach gemacht werden muss. Ansonsten sind die nächsten Monate und Jahre von dem geprägt, was man auf Deutsch so schön die Mühen der Ebene nennt. Es geht darum, den Acquis Communautaire, das gemeinsame Rechts- und Regelwerk der Europäischen Union, in nationales Recht zu überführen und auch umzusetzen. Und es ist das Tempo dieses Reformprozesses in Nordmazedonien, das bestimmt, wie schnell das Land Vollmitglied werden kann. Der Reformprozess ist kein Selbstzweck, sondern es geht darum, das Land umfassend zu modernisieren und darauf vorzubereiten, dass zum Beispiel auch der Markt den Marktkräften der Europäischen Union standhalten kann oder dass das Rechtsstaatssystem, das erste Kapitel, das eröffnet wird und das letzte, das geschlossen wird, wirklich europäischen Standards entspricht, nicht nur auf dem Papier, sondern in der Realität. Und dieser umfassende Reform- und Modernisierungsprozess ist für die Menschen im Land. Sie haben davon den Nutzen. Auf Deutschlands uneingeschränkte Unterstützung in diesem Prozess kann sich Nordmazedonien verlassen. Неодамна германскиот канцелар господин Шолц објави дека берлинскиот процес се враќа во Западен Балкан. Ќе биде рестартуван берлинскиот процес кој започна во 2014 година, меѓутоа имаше одредени паузи, односно не се применуваше некои 2-3 години во регионот. Во меѓувреме се отворија повеќе различни иницијативи регионални, меѓу кои е и процесот или иницијативата Отворен Балкан, но има и други регионални иницијативи, а се разбира во тој контекст и
идејата на францускиот председател Емануел Макрон за европска политичка заедница, European Political Community, е таму каде што Западен Балкан како тако влегува. Дали постојат можности, според вас, Берлинскиот процес, како еден голем процес, комплексен процес кој се обидува да ги вклучи сите држави на Западен Балкан, може да влезе во хармонични односи, односно да ги вклучи еден ден Берлинскиот процес, Отворен Балкан, други регионални иницијативи да станат еден голем заеднички процес? Или пак има предизвици таму? Also das ist schon die Idee, alles, was man tun kann, um die Verständigung und Kooperation zwischen den Ländern der Region zu verbessern, unter dem Dach des Berliner Prozesses zusammenzuführen. Eines der großen Ziele des Berliner Prozesses ist der gemeinsame regionale Markt für alle 6 Länder. Open Balkans ist sicherlich ein sinnvoller erster Schritt dahin, aber eben nicht inklusiv. Es gibt Länder, die nicht dazugehören. Und deshalb begrenzt in seiner Wirkung und in seinem Nutzen. Der gemeinsame regionale Markt, wie er im Berliner Prozess unter gemeinsamen mazedonischen und bulgarischen Vorsitz in Sofia auf den Weg gebracht wurde, würde alle 6 Länder zusammenbringen. Im Moment laufen Verhandlungen, um da voranzukommen. Wie Sie richtig sagen, Bundeskanzler Scholz hat sich vorgenommen, den Berliner Prozess wieder voll und ganz mit Leben zu erfüllen. Es hat bereits gegeben einen Digitalgipfel in Pristina in der letzten Woche. Es werden folgen ein Zusammentreffen der Innenminister, der Minister für Wirtschaft und Energie, der Außenminister und am 3. November das Gipfeltreffen in Berlin. Und wir hoffen auf möglichst konkrete Ergebnisse. Wir hoffen darauf, dass wir diesen gemeinsamen regionalen Markt tatsächlich mit Leben erfüllen können und auf den Weg bringen können. Wenn wir zurückdenken, wie der Berliner Prozess begonnen hat, dann hat er schon viel gebracht. 2014, als das erste Treffen stattfand, haben Serbien und Kosovo das erste Mal gemeinsam mit Fahne und Landesnamen an einem Tisch gesessen. Oder denken wir an den Wegfall der Roaminggebühren in der Region, den es ohne den Berliner Prozess auch nicht gegeben hätte. Oder an mein Lieblingsbaby des Berliner Prozesses, das Regional Youth Cooperation Office. Reiko hat jüngst dieses Programm Super Schools, wo Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Orten der Region zusammentreffen, sich kennenlernen, Vorurteile abbauen, merken, dass die anderen gar nicht so anders sind. Das ist das, was die Region braucht für eine gemeinsame Zukunft. Sve to te pogoden od teškite posledici od brutalnata agresija na Rusija protiv Ukrajina. И во та реакција на светот, на слободниот свет, ако може така се изразиме, Германија е меѓу водечките држави, се чини може би не добива толку кредит, односно признание, колку што пружа, веројатно поради колебливоста во првите денови од војниот конфликт во поглед на воената поддршка, на директната воена поддршка од Германија за Украина. Меѓутоа, Германија останува многу силен сојузник на слободниот свет кој и помага на украинската нација да се избори за слобода и за мир. Се разбира дека Северна Македонија се придружи на тој слободен свет, колку што може повеќе поддржува таа битка за слобода, за демократија, за мир, и се разбира како и други држави, така и оваа земја има одредени предизвици во поглед на поларизацијата во општеството кое се случува во таа насока. Кој е патот напред? Lassen Sie mich zunächst sagen, dass Deutschland außerordentlich schätzt, dass sich Nordmazedonien sehr schnell innerhalb der ersten Stunden den Sanktionen der Europäischen Union gegenüber Russland angeschlossen hat, auch rückwirkend der Sanktionen, die es bereits seit 2014 gab. Die prinzipienfeste Haltung vertritt Nordmazedonien von Anfang an. Das Parlament hat den Aggressionskrieg verurteilt. Das Land nimmt Flüchtlinge auf, das Land liefert Waffen und hat sich auch weiterhin allen Sanktionen angeschlossen.
hat die einschlägigen Erklärungen in den Vereinten Nationen mitgetragen. Das ist ein Standpunkt, den wir wirklich in höchstem Maße wertschätzen und für den wir sehr dankbar sind. Persönlich finde ich die Vorstellung schwer erträglich, dass in jedem Moment, auch während wir sprechen, Menschen in der Ukraine sterben für unsere Freiheit und für unsere Werte. Ich glaube, für die Zukunft ist es entscheidend, dass die Europäische Union auch weiterhin geschlossen bleibt. Das ist herausfordernd. Nur wenn die Europäische Union und alle friedliebenden, demokratischen, freiheitlichen Länder weiter geschlossen, fest zusammenstehen, können wir gemeinsam hoffen, dass dieser Krieg bald ein Ende findet. Ein solches Ende muss in jedem Fall die territoriale Integrität der Ukraine garantieren. Aber wie gesagt, für uns als Europäer ist die entscheidende Herausforderung, wir müssen auch weiterhin geschlossen handeln. Mein Lieblingszitat von Barack Obama: Die Europäische Union ist mein bester Partner. The European Union is our best ally if united.